Hallo. Hi. Na? Das ist kein Film, Ich oder? film dich mal eben, ja? Nee. Ich werde so nervös dann. Ich wollte eine schöne Erinnerung von dir. Multimedia-Paranoia! Jetzt geht's um, du hast ja noch gar nicht geduscht nach meinem Küchendienst und alles, Du ja. hast noch nicht geduscht? Naja, ich wollte erst das Badezimmer fertig putzen, damit ich hinterher ich und mein Badezimmer mich gleichzeitig viel sauber fühlen. Ach so. Dann filme ich dich jetzt lieber nicht mehr, ne? Ihhh, Drecksspatz. Ihhh. Yes, hübsch. Ah, Toni bedient die Kasse. Was? Hey, ich gleich mal vorbei. Es fehlt mir sowieso 1,10 Mark. Also falls es irgendwie interessieren sollte. Was? In der Kasse? Da kann ich ja nichts für. Halt, Marvin, sag doch mal was. Was soll ich denn Den sagen? Zuschauern Ich bin hier. sprachlos. Den ganzen Zuschauern hier am Bildschirm. Ja. Danke Ich bin schön. hier. Also, du bist Und du? so ein Arschloch. Soll ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingucken soll. Das irritiert mich jetzt. Guck mal, guck ich da rechts und nach da. Dann drehst du das um, dann kann ich mich selber sehen. Das ist ja voll lächerlich. Ich möchte das nicht. Bitte unterlass. Super Darsteller hier wieder am Start. Ich möchte nicht. Nein, ich dachte ich aber, naja, gut. War nicht so richtig voll, ne? Das sollte ja alle mit dem Haxen nach Fußball kommen. Jeden Fall, wir brauchen mal. Aber das findest du auch, dass die alle bei den Haxen kommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich genau der Stil vom Carpe Noctem. Fabrik. Nur viel größer und besser und. Und wir sind zurück, ja? Deutschland. Da brauchen wir wirklich noch irgendwas. Als zweiter untergeordneter Juso-Verband, rein, nachständig, die regierende Schröder-Partei, die mit Sprüchen wie das Boot ist voll, Migranten und Migrantinnen ausgrenzt, jubelnde Mitgliederversammlungen inszeniert, für freudige Vorkriegsstimmung auf einen bewaffneten Bundeswehreinsatz in Ex-Jugoslawien installiert wird, lehnen wir ab. Wir treten den herrschenden Verhältnissen radikal entgegen und stehen zu den sozialistischen Idealen unseres Gründers Karl Liebknecht. Wir besonders wegen seiner konsequent antimilitaristischen Haltung 1919 und Freiburg auf Befehl eines sozialdemokratischen Innenministers ermordet wurde. Ja, ich höre dir noch zu. Aus diesem einen Grund. Aber lauter, Michelle, lauter! Laut genug. Sehen wir hier die hier abgedruckte Wahlkampfwerbung des Sozis ab. Ehrlich? Und rufen stattdessen alle Jugendlichen zu einer konsequent revolutionären, antiparlamentarischen Opposition für den Sozialismus. Und gegen die kapitalistischen Verhältnisse des Gelesenen. Wir sagen, Hier, wollt ihr mal sehen? Mit der Gesellschaft, Klassen und der Geschichte beider deutscher Staaten auseinander. Ja, aber sicher. Jeden Montag trifft sich der marxistische Lesekreis um 17 Uhr im Jojo, Torstraße 216 nahe U-Bahnhof Rosenthaler Platz. Und jeden Dienstag ebenfalls 17 Uhr im Roten Laden, Weidenweg nahe U-Bahnhof Weberwiese. Die Bewegung 8. Mai. Wenn 8. Mai, das ist ja noch. Das ist so alt. Was, da treffen Sie sich? Die Bewegung heißt doch. 97? Die Bewegung heißt so, ja, 8. Mai. Wir sind dabei. Die nächste groß angelegte Aktion von uns findet am 30.01.99 statt. Leider schon vorbei. Egal. Der Fabian. Die Stadt und Fabian haben sich noch nicht so befriedigt. Oh.
Guck, okay, hier wird gründlichst gereinigt. Aber ich... Nein! Oh, jetzt ist er aber dein Hemd. Das ist ja wohl eklig. Ja, ist es auch. So richtig fett reinzoomen. Ich habe gerade schön mein Rezeptionshemd an. Das ist ja eklig, ich gehe gleich wieder raus. Nicht nur die Küche, sondern auch die Mitarbeiter. Naja, das sieht er hier. Falk, ich habe mal eben Fleck rangezoomt, ne? Das Beweismittel ist jetzt da. Kann ich hier wieder ausmachen. Hier ist es lecker auch. Das ist schön wild. Essen. Ah ja. Da ist eine kleine Geruchskamera. Das riecht gut. Du weißt, dass die Kamera wasserempfindlich ist. Die darf man nicht nass machen. Zeigen jetzt. Das ist alles beweist, das ist alles drauf hier. Ja, auch kein Titel, das ist alles drauf. Hey, Tobi holt gleich das Gras. Prost, du Arsch. Aha, Beweisbild Nummer 3. Oh, was ist das denn? Wo hast du denn das her? Wenn ich mal fragen darf. Ja, das ist Pissbuch. Hey, oh, Tobi. Prost auf dich. Wo ist denn mein Pilz? Hab ich jetzt vergessen. Das ist dann immer geil, wenn man sich das Ding halt anguckt, hört man immer so eine Stimme aus dem Auto. Wo ja, ich glaube das auch. Ich habe mich echt erschrocken, als ich meine Stimme gehört habe. Ja, okay, verstehe. Ja, Sachen so, ekelhaft. Ekelhaft. Schmeiß weg. Hier. Willst du mal eine Samtsoße? Njam, njam. Du Arsch! Sieht das ekelhaft aus! Die Soße! Das macht mich schon wieder nicht. Nein, ich tue es nicht! Komm mal mit! Ich zeig dir jetzt eine Schweine-Action! Komm mal mit! Coole Aufnahme. Komm mit. Das ist so ein Schweineeimer, oder? Naja, so ist das Essen also hier. Und so sieht der Frust aus. Vielleicht muss ich nochmal eben die Pinnwand filmen. Ist auch wichtig, was da für eine Scheiße steht. Oh Mann! Der will nicht duschen. Nee. Der hat meine Migräne. Echt? Und der erzählt immer was von Migräne. Der mag mich einfach nicht mehr. Mann, Andreas, willst du nicht mit mir auf ein Zimmer gehen? Hey, wieso auf ein Zimmer? Andernfalls Buffet, so wie gestern. Ja, stimmt. Ja, genau. Ey, wir gehen erst nach 212 jetzt. Ja, stimmt. Okay. Fällt mal dran. Nee. Nee, wir gehen jetzt erstmal auf die ersten, zweiten, gucken, sowas noch. Ja.
Ich kann mal klopfen. Das und dann gehen wir auf 212. Ey, so. Guck mal, 108. Tim Zoom, sollst du mir eben zeigen, was du hast? Du hast ja schon Aufnahme. Ich sehe aber nichts. Sorgen Sie ja. Da siehst du was. Ich sehe nichts, Alter. Ja, da doch nicht. Du musst hier die ganze Zeit gucken. Du musst die ganze Zeit hier gucken. Ja. Okay. Du kannst, wenn du das einklappst, kannst du auch wieder auf den Zoom mal gucken. Ja, ich. So. Das rote Lämpchen läuft doch, dann nimmt er doch auf. Genau. Die Warnung ist das. So ganz klar. Hey, Tobi. Hey Tobi, wenn da jetzt ein rotes Punkt und so, und dann geht das. Tobi, ich bitte den roten Punkt, du kannst die Kamera mitnehmen. Okay, pass auf. Wenn da ein rotes Punkt, dann geht das. An der Falk nochmal kurz hier. Sauber. Hey Falk! Technik ist gar nicht für dich. Falk, alles klar bei dir, Falk? Komm, ey. Und der macht einen kleinen Turn. Super, ja. Okay, gehen wir mal. Herr Mansfeld, Manni, auf geht's. Wir haben den Vortritt. Perfekt. So, dann muss ich mal kurz hier meine Gäste mal filmen, hier die Gäste des Sounds im Gästehaus. Dürfte ich vielleicht mal eine kurze Stellungnahme hier von Seiten des Lehrers? Ja, also ich bin vor allem beeindruckt von dem Service, den äußerst nette Zivildienstleister Tag ein Tag. Ich muss einschreiben. Das ist ein Skandal, wie die Schülerinnen gleich sagen, Lob. Ne? Sie backen mal was Lob. Im Grunde genommen wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig gelobt. Ja? Und sobald mal was Positives kommt, ein deutscher Einschreiber. Mit dieser Keule, mit dieser Argumentationskeule, erschlägt man alles, ja. Schleimen. Und letztendlich muss man mal die Wahrheit sagen. Und ihr und vor allem der Kameramann ist ein unheimlich netter Mensch. Das muss man einfach mal. Ich danke dir. Also, ist ja jetzt mal voll geschleimt, oder? Ich bedanke mich sehr. Aber es ist ja okay. Aber seid es. Nochmal. Als Politiker also, ist es ja. Ja, ich bin erstens kein Politiker, sondern also, politisch lehrer. Als Politiker. Und zum Zweiten muss ich jetzt aber einfach mal nachfragen: Was ist denn Schleim? Tobi, auch. Schleim ist das, wenn man. Und wie niemand den doch hat, und irgendwo meinen Gästen steckt. Richtig, wenn man anders denken wird, nur wie kommst du dazu zu dem Vorwurf, dass ich jetzt eh anders denke? Ich habe ja jetzt gehabt, aber ich meine. Ich kenne den ja jetzt gar nicht. Okay, Eigentlich will ich doch nur sagen, er hat die genaue Frage war die. Wie fühlt ihr euch hier in dem Haus? Ich kann doch sagen. Na, da fühle ich mich auch wohl, weil ich bin doch nicht nett, Zivil. Ob du sagst, schwer geschleimt. Okay, ich habe uns ein. Aber jetzt war ich nicht so nein, ohne Witz. Das ist ja bloß ironisch gemeint. Also, ich war bloß ein bisschen. Was denn jetzt ironisch gemeint? Nein, nicht ironisch, aber es war bloß Spaß. Was war denn jetzt Späßchen? Das muss ich jetzt genau wissen. Dass ich das jetzt mit dem Einschleimen so gesagt habe. Ja. Okay. Also meinst du das nicht ehrlich? Nein, no, das meine ich auch. Also ich kenne ja den Roboter und der wird ja nie irgendwas. Du begibst dich in Gefahr des Einschleimens. Ich muss mir also ein bisschen einschleimen jetzt, dass ich ein bisschen mit mir rein. Okay, ich bedanke mich. Was denn? Komm mal hier. Oh, du zoomst ja da voll. So, eine Minute noch, Lutz. Eine Minute schaffst du, ne? Was? Eine Minute schaffst du, ne? Eine Minute Monolog. Eine Minute Monolog. Mach doch noch was Witziges, Falk. Was denn? Was soll ich denn machen? So erzähl mal, was ich machen soll. Was soll ich denn machen? Ich geh mal aufs Klo, jetzt bin ich dabei. Ja, okay. Cool. Das Wichtigste, wenn ein Zivi auf Klo geht, dann macht er zuerst mal deine Hose auf. Oh Gott. Das musst du jugendfrei machen, Falk. Das ist also, nie bei. Falk, ich geh mal lieber raus. Fett raus. Es ist deine Intimstätte, okay? Warte,
abpasst, da war nun alles draußen. Scheiße, schnell wieder raus, oh Gott. Jetzt bitte die Flasche noch öffnen. Es ist aber, es ist nur, ich will nur einen Augen und Problem noch raus. Ja, das ist ein Trocken, steht da. Ja, der war ja auch schon drüber, aber ich meine, es ist ja nur ein Trocken noch. Haben wir den anderen noch? Als ich habe ja jetzt nicht mehr so aufgegeben. Außer ein Trocken? Ja. Ja, ich hab schon gesagt, das ist jetzt der Müller-Thurgau. Ja. Davon gibt's auch noch was, von dem. Das ist auch ein Trockener. Nein, wir haben nichts. Wir haben nur ganz trockenes Zeug hier. Okay, zeig mal die Flasche. Aber ich bringe jetzt die Flasche von mir mit. Du musst halt auch kassieren. Ne? Oh ja. Ich muss mal einen roten Spiegel zählen. Natürlich, du bist brauchen. Ich muss mal mit zwei, drei Augen zählen. Wenn es mich so anstrengend, da halt es mich so stumm. Du musst vor allem auch den Amt zahlen. Ach, da kommt ja der Kamerabesitzer hier, Kamerabesitzer mein. Weil ist die Kassette aber voll, wa? Ja. Aber jetzt müssen wir wenigstens einmal drauf. Ja. Und hast du noch? Kannst du oben links sehen? R steht da. R. 005. Scheiße, noch 5 Minuten. Was? Wie viel? Nur noch 5 Minuten. Herr Manni. Oh, da musst du mal Klerasil. Sehr schön. Ja, und da ist er wieder hier und da kann man mal mit Witze. Filmen wir ihn einfach nochmal hier stummfilm. Oder möchtest du was sagen, Andreas? Ich wollte meinen Zuschauern und vor allen Dingen auch Zuschauerinnen einen herzlichen Dank sagen für diese Mitarbeit. Der raucht ja. Guck mal, die Zigarette, die muss jetzt drauf. Andreas am Rauch. Jetzt, Herr Mansfeld, halten Sie sich bitte mal hier raus aus dem... Die hat der Herr Mansfeld in meine Hand gerade gesteckt. Ich kann nichts für. Ja, wie? Übrigens, Andrea. Stefanie, ich bin besoffen, ja, aber lass dir das mal weiß, ja. Herr Stefanie, der Freund, der labert hier gerade so eine Scheiße, der ist so stocknüchtern, der raucht einfach, der hat angefangen zu rauchen. Ja, ja. Ja, nur mal, wie verschämt er guckt. Ne, ja, wie süß. Oh, Mann. Jetzt rennt er. Okay, nun mal wieder zu unseren Gästen hier rüber gezoomt. Welch gibt er? Hallo? Neue, alle Menschen. Ja. Es war ein bisschen. Sind nur noch vier. Soll ich die Kamera ausmachen? Bitte, mach ich aus. Okay, ich meine, ich weiß nicht, wie es geht. Ich hätte immer angenommen. Ja, doch, okay, ich schalte ihn. Ich war gesprungen, weil er zwei auch nicht gefallen hat. Ja, war gesprungen, weil er. Ehrlich, sowas Lustiges machen die? Übermann muss die Arbeit. Schweiz? Ja, das ist ein Übermann. Nein, Übermann ist Sonntag. Zack, Hi, sag doch mal was. Sag doch mal was. Hi. Weißt du, was ich hier habe? Oh, ja, ein Schuh, eine Schuhsohle. Na, und ist die schon abgelaufen, die Sohle? Hä? Ist das Haltbarkeitsdatum schon vorüber? Hä? Klatsch. Bald, hä? Was sagst du? Ich muss jetzt nicht so einen Scheiß mit mir bauen hier. Okay, gehen wir wieder zu unseren Gästen über. Die Anzahl der Gäste hat sich absolut vermehrt hier. Okay. Das finde ich super. Seid ihr... Und die hören mir gar nicht zu, aber das macht ihr gerade gar nicht. Das ist jetzt sozusagen unbeobachtetes Filmen. Die da wäre. Ach ja. Liebe hinzugekommene Gäste, dürfte ich für meine kurze Stellungnahme bitten über die tolle Atmosphäre in diesem jungen Gästehaus vielleicht? Wie gefallen euch die Mitarbeiter? Also das unterstelle ich jetzt einfach, dass die Atmosphäre super toll ist. Also eine kurze Stellungnahme. Dürfte ich mit der Rasterdame hier anfangen? Was soll das heißen? Das heißt einfach nur, dass du Raster hast, dass ich mit dir anfangen will. Was hältst du für eine Nachtuhr? 22 Uhr. Okay. Rauch- und Alkoholverbot, auch sehr schlimm. Auch ein Eigentum. Ich bin nicht Raucherin und nicht
Alkoholiker. Echt? Ja. Boah. Ja. Also total unverkommen. Korrekt. Okay. Aber das ist ja jetzt nichts essen, gell? Ja, okay. Jetzt zur nächsten Dame hier bitte. Ja, Nachtruhe könnte etwas schwerer sein. Ja, ja, das finde ich auch. Und sonstige Beschwerden vielleicht? Aber ihr habt nur ganz dicke Beschwerden. Also rundum zufrieden, das kann ich gar nicht glauben. Ich bin auch. Aber ich bin überhaupt nicht rundum zufrieden. Moment, ich muss hier mal eine kurze Zwischenmeldung hier von der Dame rechts außen hier. Also wie schon mal gesagt, ja, ich habe jetzt glaube ich zum dritten Mal oder zum fünften Mal gesagt. Ja. Also ihr müsst süße Weine her tun und auf jeden Fall süße Sprudel. Ach, ein süßes Sprudel und einen süßen Wein, alles klar. Viel besser, ohne Witz. Und das Bistro, das muss natürlich viel öfters aufmachen und noch einmal was. Die Musikburg. Also viel öfter oder viel länger? Viel länger. Okay, also bis wie viel Uhr denn ungefähr? Die ganze Nacht? Das gleich aus. Also so lange, bis keine Gäste mehr da sind. Wir sind richtig überschäftig. Ja. Und okay, ich habe wenig Sendezeit, ich muss leider jetzt unterbrechen. Nee, ja, ich bin dann lange gefahren. Okay, mach mal ein Fade out jetzt, yes, das ist cool. Mach mal ein Fade out. Oh, okay. Nein. Hallo? Das Ding ist aber nicht an, ne? Nee. Das ist erst, wenn die rote Lampe vorne leuchtet. Stefan scheint sich ja ganz gut zu amüsieren. Wo ist der denn gerade? Philipp unten mit den Familien. Echt? An einem großen Tisch, ja. Oh, hoffentlich kriegen wir den zum Film. Das Licht fällt ungünstig auf dein Gesicht, du siehst richtig gefährlich aus. Aber normalerweise ist hier immer, wenn ein rotes Licht vorne leuchtet, die Kamera an. Ja, normalerweise. Ja. Aber du bist blöd. Ja, das Ding schon so lange nicht mehr angehabt. Das benutze ich irgendwie gar nicht. Filmt ihr nicht mit der hier? Bitte? Filmt ihr nicht mit der? Nee, der Jan hat eine mit, die ist ein bisschen besser. Der hat viel bessere Sachen. Echt? Ja, und der kennt sich damit ja auch aus und der hat mehr Erfahrung im Film. Der hat schon richtige Seminare gemacht. Thank you.
immer dafür, dass ich andere Leute besaufe. Ja, richtig, immer. Andreas, erscheint. Kennst du Borten? Borten, ja. Da ist schon wieder nur Schwäche. Ich hab da immer so viel über. Ich hab mich über Dorf gedacht. Das war so witzig. Ich hab über. Ja, dann irgendwann nicht mehr. Ja, ja, es wäre dann deren freier Wille, dass sie mitmachen. Also, es hat wieder keiner mehr getrunken. Das Spiel falsch laufen. Ich wollte mal trinken, aber mich hat irgendwie keiner aufgefordert. Aus ich habe mir die CD jetzt in Berlin gekauft und einen Tag später habe ich einen getroffenen Wind gesehen. Auf der Straße. Alles ist ganz cool, der hat schon. Ja. Und so wieder zum Nachdenken. So, ist super drauf jetzt. Cool. Ey. Oh. 2:46 Uhr. Mein Dienst beginnt in 4 Stunden. Lena macht was. Bier. Ich kann die Bitte noch aufnehmen, vorne. Oh ja, das ist gut. Das ist jetzt albern hier. Es nimmt überhaupt gar nicht die richtige Atmosphäre auf. Wie vorher. Aber Licht auf. Licht aus. Genau. Licht auf. Dann ist die Welt. Was machst du denn da? Video-Boykott. Multimedia-Paranoia. Was kommt mir das aus meiner Seele, wenn ich mir die alle Körper auf noch zu Mega Party, und jetzt wird das Video an.